Ja, neben dem Laplacian-Entwicklungssatz will ich noch eine andere Möglichkeit zur Berechnung angeben, die vielleicht auch wieder ihre Vorteile hat. Ich meine, wie gesagt, der Laplacian-Entwicklungssatz ist ja erstmal vielleicht gar keine große Hilfe, wenn ich wirklich eine komplizierte Matrix zu berechnen habe. Und eigentlich ja, möchte ich sagen, dass es wieder die Faktorisierung ist, die vielleicht besser geeignet ist, um auch Determinanten zu berechnen. Ne? Beim Inversen habe ich das ja schon gesagt, dass man vielleicht das Inverse besser gar nicht versucht zu berechnen, sondern eigentlich besser Faktorisierung macht. Und mit denen kann man dann im Endeffekt eigentlich die Sachen, die einen interessieren, eigentlich genauso gut berechnen oder vielleicht sogar noch besser, als wenn ich wirklich das Inverse habe. Und hier ist es halt auch so, dass auch zur Berechnung der Determinanten die Faktorisierung eigentlich eine sehr wertvolle Sache ist. Also, ich sage hier, um eine Determinante zu berechnen, ist es vielleicht auch gut, meine Matrix zu faktorisieren. Und wir hatten ja da diese LR-Faktorisierung. Und da kann ich eine allgemeine Matrix faktorisieren in dieser LR-Zerlegung. Und diese Matrizen L und R, die waren jetzt sehr spezielle Matrizen. Die hatten nämlich so eine Dreiecksgestalt, untere oder obere Dreiecksgestalt. Und für die ist die Berechnung von der Determinanten sehr einfach. Ja. Und das will ich vielleicht hier kurz nur angeben. Also die Idee ist, dass ich meine Matrix A irgendwie so faktorisiere, sagen wir in diese LR-Zerlegung, wobei L und R jetzt aber spezielle Matrizen sind. L und R sind, die eine ist eine untere und die andere ist eine obere Dreiecksmatrix. Ja, und für solche Matrizen sind die Determinanten sehr einfach zu berechnen. Und wenn ich das A als Produkt geschrieben habe, dann kann ich natürlich die Determinante von A schreiben als das Produkt der Determinanten von den beiden involvierten Matrizen. Na, das heißt also, diese Gleichung hier sagt mir natürlich, dass die Determinante von A ist die Determinante von L mal R. Aber wir haben ja gesehen, dass die Determinante vom Produkt ist das Produkt der Determinanten. Also eine ganz wichtige Eigenschaft von Determinante. Das ist Determinante von L mal Determinante von R. Und die Berechnung von den Determinanten, die ist jetzt sehr einfach. Also das sind nämlich Dreiecksmatrizen und für Dreiecksmatrizen ist die Berechnung von Determinanten wirklich ganz einfach. Ja, und das will ich im folgenden Satz dann vielleicht einfach mal noch aufschreiben. Also nehmen wir zum Beispiel eine obere Dreiecksmatrix. Ich meine, es ist ja egal, für eine untere ist es genauso. Beziehungsweise durch Übergang zum Transponierten kann man natürlich zwischen obere und untere Dreiecksmatrix hin und her gehen. Also nehmen wir mal eine Matrix her, n Kreuz n, die soll halt eine obere Dreiecksmatrix sein. Also sei A eine obere Dreiecksmatrix. Jetzt schreibe ich vielleicht mal genau hin, was ich damit meine. Nicht? Sollte eigentlich klar sein, aber ich schreibe es nochmal genau hin. Nicht? Das heißt, die ist also von der Form, dass alles, was unterhalb der Diagonalen liegt, 0 ist. Nicht? Die Diagonale selber, die kann natürlich noch was haben, von 0 verschieden, aber drunter soll es 0 sein. Das heißt, das a, das ist also von der folgenden Form. Also ich habe hier die erste Zeile, a1, 1, a1, 2, a1, 3 bis a1, n. Da sieht man noch nichts. Aber jetzt in der zweiten Zeile, da muss das erste Element hier 0 sein. Ne? Die Diagonale ist ja hier. Und das erste Element hier liegt drunter, das soll also 0 sein. Und hier habe ich dann a2, 2, a2, 3 bis a2, n. Ne? Okay, dann in der nächsten Zeile, unterhalb der Diagonalen, das ist also das erste und das zweite Element hier, die müssen halt auch 0 sein. Also 0, 0. Und da habe ich halt hier a3, 3 und es geht so weiter bis a3, n. Und dann gehe ich halt hier ganz runter und in der letzten Zeile, da habe ich halt nur hier hinten das a, n, n und alles andere muss 0 sein. Ja, das ist ja genau das, was wir in der Zeilenstufenform auch immer erreichen wollen. Wobei, dann wollen wir hier vielleicht auch 1 hinbringen und so. Das ist ja eigentlich egal. Das Wichtige ist diese Dreiecksgestalt. Ja, weil Matrizen von der Form, mit denen kann man viele Sachen viel einfacher machen. Und insbesondere kann man auch die Determinante davon berechnen. Die Determinante davon ist jetzt nämlich sehr einfach.
Ja, was ist die? Die ist nämlich, also die Determinante, dann ist die Determinante davon. Ja, was ist es? Im Allgemeinen ist die Determinante ja eine Summe von Produkten, eine Summe über Permutationen. Ja, jede Permutation, da nehme ich ein Produkt, wobei ich halt ein Element aus jeder Zeile und aus jeder Spalte nehme und die miteinander multipliziere. Nicht? Also in jedem Summanden, in meiner Summe, da habe ich ja ein Produkt von Elementen, wobei aus jeder Zeile und aus jeder Spalte kommt genau ein Faktor. Ja? Okay. Und die Permutationen, die geben mir halt alle Möglichkeiten, solche Wahlen zu machen. Jetzt bei dieser Dreiecksmatrix ist es aber halt so, dass ich da meine sehr eingeschränkte Wahlen habe. Ne? Ich brauche ja ein Element, also ich muss summieren über alle Möglichkeiten, wo ich halt aus jeder Spalte ein Element wähle. Aber in dieser Spalte hier, da habe ich ja nur ein von null verschiedenes Element. Ne? Wenn ich die 0 wähle, dann kommt natürlich 0 raus für den Beitrag. Das heißt, hier muss ich mir das A11 wählen. Ne? Das heißt, in meiner Summe habe ich also auf jeden Fall den Faktor A11. Gut, dann habe ich das Ding hier gewählt. Und damit habe ich die erste Zeile verbraucht. Ja, ich kann jetzt aus der ersten Zeile kein anderes Element mehr wählen, wenn ich das A11 gewählt habe. Das heißt, jetzt muss ich halt meine Wahl so machen, dass ich nur noch hier unten was wähle. Und ich brauche jetzt auch ein Element aus der zweiten Spalte. Ja, die erste Spalte habe ich hier gehabt. Ich brauche jetzt ein Element aus der zweiten Spalte. Aber in der zweiten Spalte ist jetzt nur noch das A22 da, das ich wählen kann. Das hier ist nicht mehr möglich, weil das ist ja in der Zeile, die ich schon verbraucht habe. Das heißt, ich muss also das A22 wählen. Ich habe gar keine andere Wahl. Ja, wenn ich das A22 gewählt habe, dann habe ich diese Zeile verbraucht und ich kann jetzt die restlichen Wahlen nur noch hier machen. Ja, also das hier habe ich im Prinzip auch verbraucht. Nicht? Also wenn man will, kann man auch sagen, ich mache hier den Laplacian Entwicklungssatz gemäß dieser ersten Spalte und iteriere das dann. Aber man sieht es ja hier auch direkt. Nicht? Das heißt, ich habe jetzt bei der nächsten Wahl muss ich aus der dritten Spalte muss ich auch was nehmen, da bleibt mir nur das A33. Und so weiter. Ja? Das heißt, für meine Permutation habe ich gar keine Wahl, als einfach die Identität zu nehmen. Das heißt, hier muss ich die 1 hinschreiben, hier die 2, hier die 3 und so weiter bis zu ANN. Ja, das heißt, die Determinante von so einer Dreiecksmatrix ist einfach das Produkt über die Zahlen, die auf der Diagonalen stehen. Und was da oben steht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja, diese Information ist verloren. Nicht? Aber insbesondere sagt es dann natürlich auch, diese Matrix ist invertierbar, wenn die Determinante von 0 verschieden ist. Und das heißt ja, dass das Produkt der Diagonalelemente von 0 verschieden sein muss. Und das heißt, die müssen alle von 0 verschieden sein. Ja, und das deckt sich ja auch mit dem, was wir über die Stufenzeilenform und sowas gelernt haben. Nicht? Also wir sollten da natürlich keine Null stehen haben, sondern irgendwas, was von Null verschieden ist, damit wir wirklich eindeutig lösbares Gleichungssystem haben. Nicht? Also ich meine, das passt alles sehr schön zusammen, aber insbesondere zeigt es hier auch, dass die Determinante von so einer Dreiecksmatrix wirklich sehr einfach zu berechnen ist. Es ist einfach das Produkt über die Diagonalen. Nicht? Und damit heißt es, wenn ich eine Matrix habe und ich kann die in so einer LR-Zerlegung schreiben, also als Produkt von unteren oder oberen Dreiecksmatrizen, dann kann ich die Determinante davon sehr einfach berechnen. Ich muss da nicht n Fakultät Terme aufsummieren, sondern ich habe nur einen Term, den ich ausrechnen muss. Das ist natürlich schon ein großer Vorteil.